Dano Gaming. Und heute spielen wir mal Emergency 112, die Feuerwehrsimulation 2. Und wir legen auch direkt los. Was ich erstmal machen muss, ist kurz mal hier anhalten. So, und dann legen wir auch mal direkt los, würde ich sagen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, dass, weil in der letzten Folge ein bisschen ausgerastet bin, weil diese Scheiße einfach keine Einsätze machen wollte. Auf jeden Fall habe ich jetzt gemacht, dass ich jetzt, wenn ich auf einem Stuhl sitze, mich irgendwo hinsetzen will, dass halt dann dementsprechend ein Einsatz kommt. Und das habe ich jetzt getan. Jetzt muss ich kurz ganz kurz gucken, wo ich hier hoch muss. Hat mich allerdings auch gerade was hier piept. Wartet mal. Ach hier, Sound. Aha, das ist hier dieses komische Effekte-Ding. Naja, so, auf jeden Fall. Jetzt kurz mal gucken. Ich glaube, ich muss hier rein. Hä, wo ist denn jetzt diese Scheiße? Ey, das ist so unübersichtlich, dieses Spiel. Das muss man einfach sagen. Man weiß hier gar nicht, wo hier irgendwas ist. Hier müsste es hochgehen. Wenn es jetzt hier nicht hochgeht, dann weiß ich auch nicht. Es geht hier nicht hoch. Oh. Nee, also ey, es macht echt keinen Bock, dieses Spiel. Das ist verbuggt. Ist also alles. Soll man dieses Spiel überhaupt spielen? Also ganz ehrlich. Macht null Bock. Oh, ey. So. Du scheiß Handy. Handy. Verfickte scheiß Dings hier. Ich nehme jetzt einfach den hier. Damit bin ich nämlich oben. Man kann ja hier nicht wissen, wie man hier hoch soll. So, wir setzen uns jetzt hier hin. Und es kommt direkt ein Einsatz. Achtung, Hilfeleistung VU1. Einsatz für LF24. Ja, das bin RTW ich. 1. Ludwigstraße. Zeig mir die Treppe an. Müssen die auf jeden Fall nochmal bearbeiten. Tatsächlich. Anziehen, zack. Ganz schnell rein hier. Müssten alle da sein. Zack. Motor starten. Leitstelle Mülheim von 1HLF201 kommen. Und los geht's. Let's go, würde ich sagen. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. So, Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. LKW an Tankstelle kollidiert. Zapfsäulen sind automatisch abgesperrt. Kommen. Okay, perfekt. Verstanden. Ende. Dieses Down Dings. Boah, ich kann mit diesem Ding nicht fahren, also. Eigentlich die anderen Einsatzkräfte, die sind schon wieder feuerlos gefahren. Könnte es möglich sein. Okay, let's go. Die Ampeln werden automatisch grün, wenn ich komme. So.
Leitstelle Mülheim von 1HL F20. Kommen. Ja. Hier. Leitstelle. Absitzen. Erste Lagemeldung. PKW mit Zapfsäule kollidiert. Lage wird weiter erkundet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Okay. So, jetzt würde ich sagen, dass wir hier aber mal einen anderen nehmen. Weil der die ganzen Aufgaben hat. So. Das hier erstmal alles runter zu packen. Zack. So, jetzt ist da noch ein Rettungswagen. So. Das ist ja technische Hilfeleistung, soweit ich weiß. Können wir das ja erstmal Einsatz organisieren. Ortsbegehung. Straßenabsicherung. Fahrspurabsicherung. So. Mal kurz gucken, ob die das auch machen. Ja. Mal einen anderen nehmen. Okay, der steht dumm rum. Ach so, der guckt jetzt, was der macht. Beziehungsweise kann ich hier noch. Warum ist? Ja. So, können wir nämlich gucken, was die hier erstmal machen. Die reden jetzt erstmal. Sitzt auch keine weitere Person im Fahrzeug. Das ist schon mal gut. Das ist eine Tankstelle. Wir können froh sein, dass uns hier nicht alles um die Ohren geflogen ist. Ja, nun ja, wir sind ja hier nicht in einem Film. Ja, das könnte man sagen. Treten Sie bitte ein paar Schritte zurück. Wir kümmern uns darum. Perfekt. Hier im Rennen. Und weitersprechen. Ich sollte mit der Polizei sprechen. Mit Mann. Ja, also die Polizei sollen wir anscheinend nach alarmieren. Wie konnte das nur passieren? Beruhigen Sie sich. Sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Ob ich verletzt bin? Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert ist. Die ist schwindelig geworden und das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, ich hier stehe und mich mit der Typ dort anschreit. Okay. Also eventuell gehen Sie bitte zum Rettungswagen. Wir müssen sehr schnell, dass Sie nicht alles. Ja, die 1. Okay, perfekt. Geht der Hammer dahin? Dann soll ich wieder mit dem sprechen. Was ist nun passiert? Wie ist es nun? Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus. Ich helfe Ihnen auf die Frage. Ihnen auf die Trage. Ja, 1. Danke. So, jetzt soll ich wieder das Einsatzort untersuchen. Das Unfallfahrzeug muss gesichert werden. Außerdem sollten wir Brandschutz. Okay. Also Auto sichern. Hä? Dass das Spiel so verbuggt ist. Leitstelle Mülheim von 1HL F201, kommen. Nehmen wir einen anderen, weil der eine schon wieder nicht will. So, auf jeden Fall soll ich jetzt einmal eine Brandbekämpfung. Löschwasser. Eingang und Löschwasserabgang. Ah, hier vorne. So. Das jetzt erstmal als von erstes. So, kommen. Das wird verstanden. Ende. So, packen wir den hier mal auf den Boden. Leitstelle Mülheim 1, RTW 1, kommen. Also den Verteiler haben wir jetzt da hingelegt. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Hallo? Lagemeldung. Fahrzeughalter stabil. Abtransport zum Krankenhaus für weitere Untersuchung eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Der RTW fährt jetzt weg. Jetzt müssten wir hier nichts mit. Okay. Perfekt. Also Brandbekämpfung haben wir. Hier ist nichts mehr. So. Verkehrsunfall. Geräteablage. Dahin. Fahrzeug sichern.
Brandschutz bereitstellen. Ja, da könnten wir eigentlich einen Schnellangriff machen. Machen wir mal hier vorne hin. Jetzt lassen wir das erstmal machen. Leitstelle Mülheim von 1HLF 201 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. Fahrzeug wird gesichert. Ausgelaufene Betriebsstoffe werden abgebunden. Kommen. Genau. Das wird verstanden. Ende. Zack. Das auch einmal da hinten hin. Perfekt. So, auch einmal diesen hier. Warte. Jetzt. Zack. Oh. Müsste der eigentlich praktisch da mit der genau, jetzt geht er da mit der Schere hin. Falls irgendwas brennen sollte, ist dieser Mann hier da und löscht es. Und hier haben wir halt unser Werkzeug. Jetzt muss ich aufheben. Und einmal schneiden. Zack. Wird es auch gepackt, gemacht. Dann können wir das ja hinlegen. So. Weiß ich gar nicht, ob die noch irgendwas machen. Er läuft jetzt erstmal gerade zu seinem Platz wieder zurück. RTW, das ist ein Red. Ja, aber wo läuft der hin? Der Typ, gut. Auf jeden Fall nicht stehen. So. Verkehrsdings. Haben wir technische Hilfeleistung, Betriebsstoffe abbinden. Zack. So, machen wir da Bindemittel, glaube ich, drauf. Leitstelle Mülheim 1, RTW 1 kommen. Ach nee, wir machen Sand drauf. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Ach nee, nicht schließen. Abschließende Lagemeldung. Person am Krankenhaus übergeben. Rücken nun ein, kommen. Jetzt. Also, das ist verstanden. Ende. Ist doch Bindemittel. Ach doch. So, jetzt wird da schön einmal Sand draufgepackt. Es packt wieder rum. Naja, jetzt machen die den Bindemittel drauf. Brandschutz ist bereitgestellt. Soll ich denn da bereitstellen? Nee, das alles brauche ich ja gar nicht. Auch nur einen Schnellangriff eigentlich. So, der weg. Zack, zack, zack. So, kann ich das auch wegfegen. Also der Dude da hinten muss auf jeden Fall anscheinend noch mit der Polizei reden. Mache ich dann auch gleich. Das heißt, ich muss gleich nochmal die Polizei nachrufen. Ja. So. Zack, zack, zack. So. Könnte eigentlich nichts mehr passieren. So, das... er das jetzt wegmachen kann und schnell Vorrichtung weg. So. Hier nochmal die Polizei nachalarmieren. Zack. Das heißt, den Polizisten können wir sogar fahren eigentlich. So. Jetzt ein Einsatz. Was auch ganz wichtig zu sagen ist, dass nicht jeder ein Polizist sein kann. Und auch kein Krankenwagen. Ich habe die erste Version und auch die zweite. Deswegen kann ich's. Also der die erste Version von dem Spiel schon hatte, warum steigt der denn die ganze Zeit aus? Der hat irgendwie Probleme. Okay. Schießen.
Oh, jetzt. Genau. So, let's go. Fahren wir mal los. So, zum Einsatz. Also, wie gesagt, das Spiel leckt halt manchmal sehr stark rum. Da kann ich aber jetzt leider nichts gegen tun. Okay. So. Zack. So, jetzt sind wir gleich auch schon da. Okay, perfekt, dann sind wir jetzt gleich da. Nein, jetzt wollte er auch noch weg. Bleib stehen. So. Jetzt ist er da. Okay, jetzt kann ich mal hier kurz mir selbst eine Aufgabe geben. Ah ne, kann man nicht. Hey, warum habe ich den denn jetzt nach alarmiert? Wenn der Dude hier mit einer Polizei sprechen soll. Ach so, oder ich muss da hinlaufen. Das kann auch sein. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich renne jetzt einmal zu diesem Typen hin und guck, ob ich mit dem reden kann. Als Polizist. Wenn nicht, ist die Polizei umsonst. Ah ne, ich kann mit ihm sprechen. Ja, brauchen Sie noch etwas von mir? Okay, perfekt. Ja, ich sollte mit der Polizei sprechen. Die Polizei ist vor Ihnen. Gut, dann halt nicht. Ja, eigentlich könnten wir jetzt zusammenpacken. So, jetzt machen wir das hier noch ab. Zack. Inschlingen. In. Pumpe. Ich habe keine Ahnung, wie die abgestellt wird. Ach, hier eben nutzen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz einen anderen Dude nehmen. So, damit der das auch wegmacht. So, die Dinger, ich hab, sieht das aus? Heißt Bremsblock, genau. Jetzt wieder weg. Machen. So, wird noch benutzt. Auf der anderen Seite soll ich irgendwo schließen. Ja. Zack. Einmal schön zumachen. Das Ganze hier. Das hin. Ne, nicht nutzen. So. Zack. So. Und jetzt abrücken. Ach so. Zwei. Egal. Er weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendwas machen muss. Nee, Leitstelle Mülheim von 1HLF 201 kommen. Ob der Polizist jemals wegfährt? Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Unfallfahrzeug gesichert, Betriebsstoffe abgebunden. Einsatzstelle übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Verstanden. Ende. Perfekt. So.
heißt, wir fahren jetzt nochmal weg, fahren alle Leute rein und ich fahre jetzt einfach um Ampel zu stehen. Dann war es das auch mit dem Video schon. Ein Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Was will man mehr? So. So. Wird grün. Oh, es ist grün geworden. Ich habe auch gar nicht das Blaulicht angehabt. Wie schnell fahre ich? Das sieht man nicht. Leider sieht man. Von daher, die rote Ampel habe ich auch nicht gesehen. Also die war gar nicht da. Ja. Wow. Erstmal ein geiler Drift machen. So. 70 Meter geradeaus. 20. Ja, jetzt nochmal 70. Jetzt nochmal 20. Könnte natürlich auch jetzt realistisch an der Ampel stehen bleiben. Aber ich glaube einfach, das würde irgendwie langweilig sein. Ganz einfach langweilig. Von daher fahre ich einfach mal über der Red Ampel. Der Park. Straße bin ich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die echt jede Straße benannt haben, ne? Könnte möglich sein. Uhlenhorstweg. Okay, und da ist auch schon die Feuerwache. So, jetzt muss ich hier zur alten Dreherei. Ah ja. Ja. Zack. Und dann einmal hier. Drehen. Da muss ich aussteigen für. Wenn die Feuerwehr zu arm ist, das auch mit einem Fernbedienung zu machen. Oh, ich stehe in der Garage, sehe ich gerade. Rennen. Schneller. Rennen schneller. Und öffnen. Und öffnen. Jetzt. Einmal öffnen, please. Was? Einmal please öffnen, please. So. Ich muss schon sagen, der zweite Simulator, also die zweite Version hier, ist auf jeden Fall definitiv besser, weil man einiges selber machen kann. Und das Spiel halt nicht mehr so alles vorgibt. Also du kannst entscheiden, wann du das Spiel halt immer aufhören, also wann du den Einsatz beenden willst. Es ist auf jeden Fall schon viele neue Dinge, die im ersten Teil halt auch einfach scheiße waren. Unter anderem im ersten Teil ist es auch so, dass halt dort sag ich mal, alle Autos tatsächlich funktionieren. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch noch funktionieren. Da habe ich halt keine Ahnung. Aber diese ganzen Fahrzeuge, die hier in diesem Ding stehen, die haben vorher, glaube ich, alle gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob man die auch jetzt fahren kann. Kann ich ja mal kurz gucken. Aber ich weiß nicht. Ne, hier kommt man nicht rein. Also trotzdem nicht so. Ne? Also die Autos, die hier alle stehen, kann man trotzdem halt alle nicht fahren. Was halt im ersten Teil so war, dass man zwei Autos tatsächlich von dieser Garage sogar fahren konnte. Na, also du konntest halt echt die fahren. Und die gibt's nicht. Ja, also die jetzt nicht mehr. Was ich auf jeden Fall auch noch machen will, ist in der nächsten Folge als Rettungsdienst zu spielen. Das kann ich auf jeden Fall euch sagen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein kleines Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr supporten und auch freuen. Schaut auf meinem Discord-Server vorbei. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Lasst auch gerne ein Like und einen Kommentar da. Das würde mich auch noch sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao.